hören den BSVH-Treff. Das Magazin des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. Anschrift: Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V., Holsteinischer Kamp 26 in 22081 Hamburg. Telefon 209 40 40. Fax 209 40 430. Unsere E-Mail-Adresse info@bsvh.org. Und wir freuen uns natürlich über eine E-Mail von Ihnen mit Kritik, mit Lob, mit Musikwünschen, was immer Sie uns auch schreiben wollen. Wir nehmen es dankbar entgegen. Mein Name ist Ralf Bergen und ich freue mich natürlich auch, dass Sie wieder zu Gast auf unseren fröhlichen Wellen sind und bei uns im BSVH-Treff. Heute am Tag der Arbeit sitze ich hier am 1. Mai. Das ist was ganz Außergewöhnliches, dass das ein Sonntag ist. Ist schon lange nicht mehr so gewesen. Aber es macht uns trotzdem Spaß, Sie zu informieren und mit Musik zu beglücken. Und hier kommt Nena und der Mai ist gekommen. Und damit hat sie ja recht. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Frisch auf drum im hellen Sonnenstrahl, wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal. Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all. Mein Herz ist wie eine Lerche und stimmet ein mit Schall. Der Mai ist gekommen und das ist eine Punktlandung von Nena. Heute am 1. Mai heiße ich Sie noch einmal recht herzlich willkommen. Wenn Sie die Wiederholung hören am Mittwoch um 12.05 Uhr, ist das natürlich vorbei und Geschichte. Und die zweite Wiederholung läuft am nächsten Sonntag morgens um 7. Da können Sie also den BSVH-Treff noch einmal hören, wenn Sie hier was verpasst haben oder wenn Sie Freundinnen, Bekannten, Kindern, Mütter, Opa, Oma Bescheid sagen wollen, dann haben Sie da noch mal die Möglichkeit reinzuhören. Was Sie zu erwarten haben, das erzähle ich Ihnen jetzt. Natürlich ist Melanie Wölver, die Pressesprecherin des Blinden- und Sehbehindertenvereins, wieder mein Gast und zwar mein erster Gast. Danach kommt Frau Dinse, also Frauen sozusagen an die Macht. Frau Dinse von der Hamburger Hochbahn, sie ist auch die Pressesprecherin, hat eine Menge interessanter Informationen und leider auch wieder ein paar Streckensperrungen im Koffer.